wieder eure Anni. Ja, und ich habe die neuesten News. Wir drehen ein Musikvideo. Es ist alles mega cool. Wahnsinn! Wir drehen ein Musikvideo. Ich mache es jetzt wie alle YouTuber. Großes Gesicht. Und alle hören nicht zu. Und alles ist schnelllebig. Und schnell das Video weiterklicken interessiert mich nicht mehr. Ja, ihr Lieben, hier ist sie wieder, eure Anni. Und das war mal so ein ganz crazy Intro. Ja, ihr Süßen. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Mir fällt in letzter Zeit auf TikTok und auf allen anderen Kanälen auf, dass die Leute überhaupt nicht mehr zuhören. Ich werde alles doppelt gefragt. Keiner bekommt so wirklich irgendwas mit. Ey Leute, wir veröffentlichen jetzt bald, und zwar am 10.12. auf diesem YouTube-Kanal, ein neues Pferdeweihnachtslied. Und ich kann es nur nochmal immer zu Beginn der Videos sagen. Bei so einer Sache, guckt doch auch mal ein Video von Anfang bis Ende. Wir haben immer Infos in den Videos versteckt. Es gibt eine Infobox, es gibt eine Videobeschreibung. Und die gibt es nicht umsonst, Leute. Ja? Also, ich nehme euch jetzt heute nochmal kurz mit an den Stall. Ich werde mit Alex zusammen nochmal über den bevorstehenden Musikvideodreh sprechen. Und jetzt zeige ich euch erstmal ganz kurz einen riesengroßen Haufen. Ich nehme euch einmal mit. Ja, ihr Lieben, wir fahren ja am Freitag, den 29.11., fahren wir zum Musikvideodreh nach Bad Pyrmont. Ich habe es euch ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dieses Musikvideo wird nicht bei uns gedreht und auch leider diesmal nicht mit der Landlust. Aber wie wir das Ganze vorhaben, das erzähle ich euch gleich. Ich fahre nämlich gleich zu Lendi und Alex an den Stall. Aber vorher möchte ich euch mal meinen Requisitenhaufen zeigen. Und was wir hier haben, sind Echthaartressen. Mit lieben Dank an Laufsteg der Friseurclub. Die liebe Anna hat mir die ausgeliehen. Die hatte ich auch schon im Pferdegirl-Musikvideo und es gibt wieder lange Haare. Dann gibt es hier noch eine schöne Sonnenbrille, aber ich will jetzt den ganzen Haufen auch nicht auseinandernehmen. Nur mal zeigen, dass ich jetzt hier gerade schon fleißig am Requisiten packen bin. Weiße Reithandschuhe, Haarklammern, Handschuh, Mütze und mein mega schönes Kleid, was ich dann am Musikvideodreh tragen werde. Das ist total schön mit so einem Stehkragen. Ja, und ihr Süßen, mitspielen tut diesmal auch wieder nicht nur der Alexander, sondern auch Pferdegirl Mara. Die kennt ihr ja auch schon aus dem Pferdegirl-Musikvideo. Und jetzt sage ich auch wieder, zuhören, Infobox klicken, falls ihr den Pferdegirl-Song noch nicht kennt. Ja, und genau, hier horte ich gerade schon die ganzen Requisiten, die ich mitbringen werde. Und alles Weitere erzähle ich euch jetzt gleich zusammen mit dem Alexander am Stall. So, die Lendi hat ja jetzt auch schon vor ein paar Tagen ein Fotoshooting gemacht. Sie kommt zumindest auf das Cover drauf. Da wird sie zu sehen sein, zusammen mit Fokuspunkt-Tier-Fotografie. Dieses Video verlinke ich euch natürlich auch in die Infobox. Ja, meine Lieben, und da ist er wieder, euer Alex. Und da steht er neben der Lendi. Hi, Alex. Na, Anni. Na, freust du dich, mich zu sehen? Total, ne? Ja, immer doch. Die Freude, du lachst wie eine Kreissäge, ne? Wie eine Kreissäge, ja, ist gut. Ja, super. Das ist auch so. Ja, Alex, weißt du, warum ich dich heute wieder hier stalke? Stalken? Ja. Du stalkst mich öfter? Du weißt Warte schon, mal. Du weißt schon, was wir Freitag vorhaben, oder hast du es jetzt schon verdrängt? Also, wie du mich daran erinnerst. Ja, also wir drehen Freitag nochmal ein Musikvideo und eigentlich haben wir die ganze Vorgeschichte den Followern gar nicht erzählt, wie es so schnell dazu kommen konnte, dass wir nochmal ein Musikvideo drehen. Und ich habe auch eine Überraschung für dich. Du darfst heute mit mir zusammen in den Refrain reinhören. Oh, ganz exklusiv, ja? Ja, du warst ja überhaupt nicht mit im Tonstudio nein, und hast auch nichts eingesungen. Aber die Finalversion, die kennt der Alex tatsächlich noch nicht. Und wenn ihr dieses Video tatsächlich bis zum Ende schaut, dann dürft ihr auch mal ein kleines Stück vom Refrain hören. So macht man Followerbindung im Social Media. Kann man vorspulen, dann dürft ihr nicht vorspulen. Die dürfen nicht vorspulen, genau. Das tackern wir fest. Ja. Und Lendi, was meinst du dazu? Lendi, willst du das Lied auch mal hören? Lendi will lieber fressen, ne? Ja. Die ist, glaube ich, beleidigt, weil sie diesmal Musikvideo nicht mitspielen darf. Naja, Alex, komm mal mit. Wir unterhalten uns jetzt mal eine Runde. Was macht denn der Alex da schon wieder? Alex, wir wollen uns doch jetzt mit den Followern unterhalten. Tote Bienenkönigin? Alex, und tote Bienenkönigin?
Ja, ich weiß nicht, sieht aus wie eine Biene, aber es ist größer als eine Biene. Ja, vielleicht ist das auch eine tote Bienenkönigin. Wir wollen jetzt aber nicht über tote und lebendige, glaube ich, eher lebendige Bienenkönigin reden, sondern wir wollen jetzt mal über unsere Single reden, Alex. Setz dich gleich mal auf dein Stühlchen und dann unterhalten wir uns. Was suchst du jetzt schon wieder, Anni? Glitzergamaschen. Das ist mega wichtig für unser Musikvideodreh am Wochenende. Du weißt doch den Text noch, oder nicht? Text? Ja, ach Alex, ey, ich geb's auf. Ja, lieber Alex, wir waren ja in Bremen im Tonstudio beim Produzenten Marc Fees und haben ja den Song aufgenommen. Alex, magst du mal verraten, wie der heißt? Der Song, der heißt Glitzeralarm. Ja, und das ist absolut dein Traum. Ja, mein absoluter Lieblingssong. Ich höre den nur noch rauf und runter. Alex, weißt du, was ist das für eine Musikrichtung, die wir jetzt aufgenommen haben? Wie, in welche Musikrichtung würdest du das Ganze stecken? Oh, hat man nicht gesagt, das ist irgendwie so Schlagerrichtung oder so? Ja, es ist tatsächlich so eine Schlager-Dance-Richtung. Schlager-Dance? Ja, Schlager-Dance-Richtung. Und Alex, diesmal hast du da eine große Rolle in dem Video? Naja, nicht ganz. Aber so ein bisschen schon, ne? Aber nur so ein bisschen. So ein bisschen. Weniger als letztes Mal. Nee, eigentlich, also doch, du bist konstant, glaube ich, im Video die ganze Zeit auch zu sehen. Oh. Zumindest in den Refrains, habe ich mir jetzt so überlegt. Ist cool. Denn ich schreibe ja die Storyboards für die Videos. Naja, und du bist Boss, ich bin Reiter. Genau. Alex, weißt du auch, wer es wieder produzieren wird, das Musikvideo, wer das wieder filmen wird? Macht das wieder die Alina? Macht wieder die Alina aus Frankfurt. Die ist schön. Die hat es gut gemacht. Die ist schön, ja, die ist auch schön. Alex, jetzt hast du dich auch... Weißt du? Es ist eine sehr hübsche Dame, finde ich. Also, genau, wenn ihr mehr zu Alina wissen wollt und mehr zum Pferdegirl-Song, den sie vorher produziert hat, dann solltet ihr unbedingt auch nochmal in die Infobox gucken und unseren Pferdegirl-Song hören, wo der Alex immer sagt. Was hast du da immer gesagt? Was? Alles Mögliche, habe ich gesagt. Was war der beste Satz? Das Beste, ich trinke ein Glas mit Sahne. Ja, sag das nochmal. Oh, Leute. Oh, doch. Muss die das. Wollen das haben, komm. Und ich trinke ein Glas mit Sahne. Nee, richtig. Nochmal. Oh, nee. Und ich trinke ein Glas mit Sahne. Juhu. Zufrieden. Aber jetzt haben wir was ganz anderes vor. Und jetzt werde ich euch mal ganz kurz erzählen, was wir genau vorhaben. Ja, also wir haben jetzt relativ kurzfristig erst diesen Song gemacht und wir wollen ja jetzt noch schnell irgendwie das Musikvideo rauskriegen. Ich meine, das ist ja, soll ja ein Weihnachtssong, glaube ich, sein. Ne? Ja, und wir haben es jetzt schon Ende November. Genau, so, und das geht ja jetzt so Schlag auf Schlag und irgendwie, ich meine, ich habe ja nur kein Smartphone, ich habe ja nur absolut keine Ahnung von dem Drumherum, von der Organisation und so weiter. Jetzt erzähl doch mal, wie macht man denn so kurzfristig noch einen Song, ein Musikvideo und kriegt die Darsteller und alles? Ich meine, das soll ja ein Weihnachtssong, glaube ich, sein. Ne? Und Weihnachten ist jetzt schon... Genau. So, und das geht jetzt so Schlag auf Schlag und irgendwie, ich meine, ich habe Alex, sei froh, dass das heute alles Social Media Menschen sind, die sich auf schnelles Hören trainiert haben. Du redest sowas von schnell. Ich rede immer schnell gewöhnlich. Ja, genau. Alex redet immer schnell. Genau, ihr lieben Leute, ihr denkt euch sicherlich so, erst im Oktober ist der Pferdegirl-Song rausgekommen. Jetzt kommt die Anni und kommt der Alex, kommen da schon wieder mit einem Musikvideo an den Start. Und ich sag euch auch jetzt, ist das ein richtiges Social Media Projekt. Ich habe einfach wieder Anzeigen geschaltet. Ich mache das ganz häufig, dass ich da mal in Kleinanzeigen was schalte und Darsteller gesucht. Und da war es dann tatsächlich so, dass sich da ein Reitverein beworben hat. Es hatten sich mehrere beworben, aber ich hatte Kontakt zu einer Dame hergestellt, die hat sich dann ganz schnell bei mir gemeldet und hat gesagt, sie hätte mega Lust auf das Projekt. Sie hat einen Reitverein hinten dran, mit dem sie Kontakt hat und würde dieses ganze Projekt einmal vorschlagen wollen, da auch einige Reitschüler dort unser TikTok-Projekt verfolgen, unser Koreaner-Flavor-Projekt und Fan von uns sind. Und ja, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Es ist jetzt tatsächlich so, dass wir am Freitag in einen uns völlig fremden Reitverein fahren. Und ich habe jetzt schon im Vorfeld, wir hatten ja gar nicht viel Zeit seit Oktober, habe ich Kontakt zu den Leuten aufgebaut. Und dieser Kontakt ist schon so nett, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und da sind Kinder, die haben Requisiten zusammengetragen, die machen sich völlig verrückt, die kochen für uns Suppe, die haben Kostüme gebastelt, da gibt es Lametta, also das ist der reine Wahnsinn. Und das finde ich an Social Media so klasse, dass man solche Projekte auf die Beine stellen kann, denn das ist wirklich ein richtiges Social Media Projekt. Und auch der Marc Fees, der unseren Song produziert hat, der ist bekannt aus der Schlagerszene, der produziert Schlager-Dance-Sachen, der hat auch schon Mallorca-Songs produziert. Ist wirklich mega krass, dass der auch mit uns
dieses Projekt machen möchte. Dass der uns so einen geilen Song produziert hat, der auf einem sehr krassen Plattenlabel rauskommen wird, nämlich auf Fiesta Records. Und ja, dieser Song ist ab 6.12. dann wahrscheinlich schon im Handel erhältlich. Ich hau da auf jeden Fall nochmal das Latest-Info-Video dann raus. Und ja, absoluter Wahnsinn, kann ich immer nur wieder sagen. Und dieser Reitverein in Bad Pyrmont, was genau ist das denn da? Was können wir uns darunter vorstellen? Ich sag mal, es gibt ja Reitvereine wie Sand am Meer. Also das ist ein mega besonderer Reitverein, würde ich sagen, wenn die wirklich ein solches Projekt mit uns auf die Beine stellen wollen. Also das Tolle ist, wir haben Szenen, die auch drinnen gefilmt werden müssen, die ja mit Weihnachten zu tun haben. Das heißt, es wäre halt schön, oder ich habe gesagt, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, so einen Zweig dahin zu stellen oder so ein kleines Ding da, und die haben wirklich, Alex, du willst es nicht glauben, in unserer Videogruppe, das hast du vielleicht gesehen. Jetzt hat Alex nämlich auch kein WhatsApp mehr, der PC ist auch schon kaputt bei ihm. Also er hat eigentlich gar nichts mehr. Aber vielleicht hast du dieses Bild noch gesehen. Hast du gesehen, was die uns für einen krassen Weihnachtsbaum geschmückt haben? Ja, habe ich gesehen. Wahnsinn, ne? Und ein Kamin und was die für Requisiten alles zusammengetragen haben, hast du auch gesehen, ne? Das eine oder andere ist mir auch gefallen, ja. Und ich möchte ja auch gar nicht zu viel verraten, denn es wird auch wieder ein Making-of geben und ihr werdet das dann alles nach und nach wieder auf unserem Kanal sehen. Aber ich will einfach nur sagen, unterstützt dieses Projekt, pusht dieses Projekt, bleibt wirklich dran. Es lohnt sich. Da haben sich Jugendliche, Kinder, Eltern und Vereinsvorsitzende richtig, richtig Mühe gegeben. Und das Krasse ist, wir bekommen sogar ein richtig geniales Dressurpferd dorthin, nämlich die Jacqueline Kühne. Die kann man auf Instagram angucken. Ihr Pferd Krokant hat auch schon für diverse Sachen Modell gestanden. Der Krokant wird in diesem Video mitspielen. Das ist ein mega geiles Dressurpferd. Also der ist richtig schick. Der ist auch schon sehr weit, glaube ich, ausgebildet. Was sie mit ihm geritten ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ein ganz toller Wallach. Und auch mir wird ein ganz tolles Pferd zur Verfügung gestellt. Und ja, ey, dass die das so für uns möglich machen. Ich könnte jetzt hier noch ewig weiterreden, was die alles gerade machen für uns. Und ich bin mega geflasht einfach. Ja, meine Süßen, viele wollen sicherlich wissen, ob Landy in diesem Video auch mitspielt. Alex, sag mal was dazu. Tja, also das mit der Landlust ist so eine Sache. Wir haben ja erstmal weder ein Zugfahrzeug noch einen Pferdeanhänger. Ja, Zugfahrzeug ist gerade in der Werkstatt leider. Genau. Mhm. Ja, das heißt, das wäre schon mal ein rein logistisches Problem, das Pferd irgendwie da runter zu kriegen. Ich sag mal, da mal runterreiten ist ja nicht mal so eben. Nee, das ist circa ja, über eine Stunde auf jeden Fall von uns weg. Ja, mit dem Auto eine Stunde, nicht mit dem Pferd eine Stunde. Da sind wir bestimmt einen Tag unterwegs. Nein, eben. Es ist relativ weit weg und ja, wir kaufen uns jetzt sicherlich nicht mal eben einen Pferdeanhänger für die Aktion. Und ein Auto dafür. Genau. Ja, und dann, ne, ist natürlich auch immer Stress für so ein Pferd. Neuer Stall, neue Umgebung, Fahrt und so. Das muss man dem armen Pferdchen ja auch nicht immer antun. Die haben da ja genug Pferde, die das können, was wir verlangen. Und dann muss was man wir verlangen. Ja, ja, wir haben doch unsere Vorstellungen. Das müssen wir erfüllen können. Es ist ja schon so, ich schreibe immer die Storyboards und führe so ein bisschen die Regie an den Videos. Und ja, wir haben Reitszenen. Jetzt hast du es auch schon verraten. Wir haben da richtig Reitszenen auch in dem Video, ne? Hatten wir ja bei Pferdegirl auch, aber da haben wir uns so nochmal eine Latte draufgelegt, würde ich sagen. Man muss ja auch immer besser werden, ne? Genau. Ja. Und jetzt, Alex, jetzt würde ich sagen, wir gehen raus zu Landy. Oh. Und dann hören wir uns das Lied mal an. Den Refrain. Mit der Landy zusammen. Na, die freut sich. Ja, absolut. Also Alex, Mensch, du hast ja schon wieder da so einen Sahnebecher. Ja, natürlich. Ja, warum das denn? Ja, du weißt doch. Und ich trinke ein Glas mit Sahne. Also Alex, nein, das ist doch jetzt ein anderer Text, unser Weihnachtslied. Ach so. Ja. Nö, ist doch klar. Ja, so, pack ja, jetzt mal die Sahne da einfach weg. Und dann hörst du dir den Refrain mal mit mir zusammen an, okay? Ja, den okay, machen wir jetzt mal okay an. Und Landy, du hörst auch zu, ne? Ja. Ja, die ist schon gelangweilt von der Sahne, ne? Meine Sahne. Im Stall herrscht Glitzeralarm. Im Stall herrscht Glitzeralarm. Na, da hat er ja ganz gut was draus gemacht aus dem Lied, ne? So richtig mit Chor und allem. Da freut man sich ja richtig aufs Musikvideo am Freitag. Macht ganz schön was her jetzt, ja, ne? Ja, schon. Ja, also das war jetzt der Refrain. Den durftet ihr jetzt einmal hören.
von unserem Song Glitzeralarm. Und ja, Freitag fahren wir dann an den Reitstall in Bad Pyrmont und drehen unser Musikvideo. Und Alex hat auch eine mega coole Rolle. Die werdet ihr dann spätestens am 10. Dezember hier auf YouTube sehen. Ne, Alex? Ja, freut euch schon mal. Absolutely. Und ich hab das Wochenende dafür endlich frei. Juhu!